da bitte. Jetzt, da, 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 jetzt, und. Wie geht's euch? Ja. Gut, ja? Perfekt. Geht schon, geht schon. Alles passt bis jetzt. Ja? Jetzt weiter auch so passen. Ja. Alle. Servus Lisa. Hallo. Grüß dich, Helene. Ja, mal kein Stress. Servus Feste. Grüß dich, Birgit. Jetzt soll ich mal was anfangen. Jetzt kann ich durchgehen. Servus. Servus, Servus Luis. Grüß Gott. Servus. Servus. Josef. Grüß dich. Wir waren auch schon. Guten Morgen, auch schon munter. Ja. Jetzt schaust du besser aus wie in der Früh. Wieso? Schön. Da früh hast du noch gerne reingeschaut. Hallo, ja. Servus. Grüß dich. Grüß dich. Grüß dich, Servus. Grüß dich, Katrin. Hallo. Servus, Karl, grüß dich. Ist eh nicht aufgeweckt heute. Grüß dich, ja, Frau Halle. Ja, Frau Halle. Danke, grüß dich. Servus. Uli, servus, grüß dich. Grüß dich, Luis. Grüß dich, Luis. Grüß dich. Grüß dich. Grüß dich. Grüß dich. Grüß dich. Servus. Grüß dich. Grüß dich. Wifi, grüß dich. Grüß dich. Servus, Alter. Servus. Ja. Okay. Ja. Los, der Angst, bin ich hier. Gib mir den Arm rein. Ich wollte den. Manchmal ist es, dass sie nur jetzt ein Gerund um meine
Volks neu zu erkennen gibt, wie gerne man ihn hat und was er einem eigentlich bedeutet. Und dass die gemeinsame Liebe von euch beiden auch die tragende Säule eures künftigen Lebens darstellen wird, das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Und ich bitte euch nun aufzustehen, damit wir die Familientrauung vornehmen können. Ich bitte auch die Trauzeugen aufzustehen. Geschätzte Hochzeitsgäste, ich stelle fest, dass die beiden heute hier anwesenden Brautleute, Frau Christa Tempel und Herr Thomas Panzagel, alle Voraussetzungen für das Zustandekommen einer rechtsgültigen Ehe erfüllen. Und ich frage dich nun, Thomas, willst du aus eigenem und freien Willen die Ehe mit Christa Tempel eingehen? Dann antworte bitte mit einem deutlichen Ja. Ja. Ich frage auch dich, Christa, willst auch du aus eigenem und freien Willen die Ehe mit Thomas Panzagel eingehen? Dann antworte auch bitte du mit einem deutlichen Ja. Ja. Nachdem ihr nun beide vor euren Zeugen erklärt habt, die Ehe miteinander eingehen zu wollen, spreche ich aus, dass ihr von nun an rechtmäßig verbundene Eheleute seid. Als äußeres Zeichen dieser Verbundenheit darf ich euch bitten, den Ringwechsel vorzunehmen. Thomas, wann du bitte beginnst. Mhm. Sind richtig, darf ich. Zuerst von kleinen, aber doch sehr deutlichen Zeichen der gegenseitigen Liebe gesprochen. Genau, es wäre ein Kuss, wäre eine schöne Gelegenheit. Danke. Setzen wir uns wieder nieder. Die heutige Eheschließung wird hier bei unserem Standesamt beurkundet. Ich darf Ihnen diesen Eintrag zur Kenntnis bringen. Behörde, Gemeinde Röhm-Kremstal, Standesamt.